deinem letzten Besuch ist es hier wohl bergab gegangen. Argos will mit der Anlage hier offenbar nichts mehr zu tun haben. Du bist zurück. Aha. Lass das. Die Lage war schon schlimm, aber dann kam alles noch schlimmer. Als du weg warst, kamen noch mehr Piraten. Diesmal hatten wir nicht so viel Glück. Calvert, Troy und ein paar neue Dusties haben es nicht geschafft. Wie auch, du warst nicht hier. Jedenfalls steckte ich mit Barrett hinter ein paar Kisten fest, mitten im Kugelhagel und Laserfeuer. Kein Grinsen mehr. Er wusste, was die Stunde geschlagen hat. Ich wollte mich in den Kampf stürzen, doch er legte seine Hand auf meine Schulter und meinte: Bleib hier, Lynn. Ich mach das. Idiot. Kommt drauf an, für wen. Barrett ist gefährlicher, als du denkst. Plötzlich sind zwei der Piraten tot und den dritten hat er im Schwitzkasten. Er zerrt ihn mit sich, die Waffe am Kopf. Entweder wir reden oder die Schläfe dieses Typen macht Bekanntschaft mit dem dritten Newtonschen Gesetz. Und da kamen sie mit Hella an. Ich habe nicht alles mitgehört, doch nach einer kleinen Ewigkeit hob Barrett die Hände hoch. Die Piraten haben sie beide verschleppt. Seitdem sind sie verschwunden. Für eine Nachricht ist so etwas zu riskant. Zu viel Verantwortung. Du weißt, wie es ist. Die Kunden interessieren bloß Anfang und Ende des Einsatzes. Den Rest übernehmen wir. Wer weiß, wo sie hingesprungen sind. Ich wollte das Schiff im Comm-Gebäude kontaktieren. Doch die Piraten hatten da ganze Arbeit geleistet. Der Versuch ist es wert. Aber die Chancen, dass du sie lebend findest, sind... Ich habe diesmal viele Leute verloren, Dusty. Ich will nur noch weg. Thank you.
verschlossen. Es gibt da etwas, worüber ich reden möchte. Zu berechnen, bevor wir außer Reichweite sind. Außer Reichweite von was? Von dem Sensoren-Array auf Vectera. Ach, denk doch mal mit. Sobald wir aus dem Sternsystem sind, sinkt die Bandbreite von sofort auf quasi nie. Was hilft es denn, eine Nachricht darunter zu schicken? Willst du Lynn etwa sagen, wie übel es für uns aussieht? Sie hat ja nicht mal ein Schiff. Du unterschätzt, wie viele Bewunderer ich in der Galaxie habe, Heller. Irgendeiner davon wird schon auftauchen, um ein hübsches Gesicht wiederzusehen. Wir sind verloren. So richtig verloren. Ich hab's. Okay. Wer das auch findet, ich hänge die interstellaren Koordinaten an die Metadaten der Übertragung an. Rettet uns. Ich wiederhole. Rettet uns. Computer wieder zum Laufen? Was? Zeig mal her. Witzig. Obwohl er noch lebt, will ich ihn nie wiedersehen. Heller dagegen? Okay, ich schick dir die Koordinaten von der Übertragung. Du findest sie, okay? Es stimmt, ich will nicht, dass meine Leute zu Schaden kommen. Nicht mal Barrett und Heller. Aber bitte, schenk mir jetzt keine Plüschtiere oder sowas. Finde sie einfach, okay? Und hey, falls ihr je Hilfe braucht, bin ich gegenüber einer neuen Tätigkeit nicht abgeneigt. Vielleicht sollte ich Argos Adieu sagen. Du scheinst gut beschäftigt zu sein, Dusty. Wenn du eine kompetente Reisegefährtin brauchst, sollten wir uns unterhalten. Mein Vertrag bei Argos läuft aus und ein Tapetenwechsel wäre nett. Damit komme ich problemlos klar. Schlimmer als für Barrett zu arbeiten, kann es nicht sein. Ist okay für mich. Ich mache jede Arbeit. Sag mir nur, wo du mich brauchst. Okay, ich mache mich an die Arbeit. Wir reden später. Position ein. Das jüngste Gericht erwartet dich!
Schuss. Feindliche Spacer überrollen uns auf Altair 2. Ich weiß nicht, wie lange unser Außenposten noch durchhält. Wir haben nicht viel Zeit. Private Mahoney out. Schon irgendein Pirat will mir den Rest geben. Ich Glückspilz. Als man uns auf das Piratenschiff schleppte, hatte ich Todesangst. Barrett, so. Sorry, Bruder. Ich hol uns hier raus. Vertrau mir. Dazu komme ich noch. Er wollte, dass wir einen Kampf anzetteln, damit die Piraten denken, sie müssen eingreifen, bevor einer von uns stirbt. Er brüllte, der Junge ist ein Killer. Wie soll ich mich gegen diese Zähne zur Wehr setzen? Der beißt mir das Gesicht ab. Hätte nicht gedacht, dass es klappt, aber sie kamen tatsächlich. Dann ging das Handgemenge los und Barrett griff nach einer ihrer Waffen. Bingo. Er schoss den Piloten in den Rücken und direkt in die Flugsteuerung. Wir stürzten wie ein Stein aus dem Orbit. Ich verlor das Bewusstsein. Als ich aufwachte, grinste er mich an, als wäre nichts gewesen. Du hast die Party verpennt, Heller. Da rette ich dir mal den Hintern und du bekommst es nicht mal mit. Dann machte er diese Schussgeste mit dem Zeigefinger. Nein, glaube nicht. Er hielt sich die Rippen, hatte leicht Schlagseite. Oh, stimmt. Damit hätte ich anfangen sollen. Die Schmerzmittel vernebeln alles. Zum Glück tauchte dann ein Schiff auf. Doch dann sah ich, dass es zur Crimson Fleet gehört. Und dann meinte Barrett, ist schon in Ordnung. Ich krieg das hin.
Er murmelte ihnen etwas zu? Dann waren sie weg. Ich habe nicht alles mitbekommen, aber es geht wohl um Lösegeld. Ich war nicht die ganze Zeit wach, aber ja, schätze schon. Vor ihrem Grabsprung empfing ich ein Signal. Muss Barrett gewesen sein. Ich konnte es mir noch nicht anhören. Hier. Hey, ich sollte mitkommen, oder? Sonst bist du ganz alleine. Ja, Hauptsache, ich muss erstmal kein schweres Gerät bedienen. Gib mir eine Sekunde. Das Schlimmste sollte... Ja, das wird schon. Wird schon. Jetzt kann ich wieder Sprüche reißen. Gib Bescheid, wenn du los willst. Hast du immer noch Platz für mich auf deinem Schiff? Ich muss von diesem Felsen runter. Da bin ich aber erleichtert. Ich dachte kurz, du lässt mich zurück. Was steht heute auf dem Plan? Alles klar. Dann bis später, Boss. Danke, dass du mich mitnimmst. Was du hast, der Fleet jede Menge Ärger bereitet, Barrett. Hey, seit wann ist es denn Ärger bereiten, wenn man sich einfach nur gegen Angriffe wehrt? Hey, Pilot, kannst du deinen Arm ein bisschen nach links tun? Ich sehe die Instrumente nicht. Nicht bewegen! Er will unser Ziel herausfinden. Wahrscheinlich überträgt er gerade die Unterhaltung, während wir noch im Orbit sind. Ah ja, ich dachte, das wäre recht offensichtlich. Okay, okay. Weg mit der Waffe. Ich bin fertig, siehst du? Meine Netzhäute sind nicht auf die Konsole gerichtet, sondern auf die tolle Sicht ins All. Fesselt ihn! Auf der Basis amüsieren wir uns dann. Ich habe was mit deinem Namen drauf, Boss.
Universum ist nichts geheim. Weiß man weit genug, werden selbst die physikalischen Gesetze relativ. Soll das wieder ein Scherz sein? Was ist das Verrückteste, was du je gesehen hast? Nur die Wahrheit, bitte. Mal überlegen. Ein Einhorn. Kein Witz. Die Märchenstute mit dem magischen Horn. Ach was. Saß König Artus im Sattel? Okay, es war eher ein extremophiles Wesen, das aussah wie ein Pferd. Außen sollte man eben mit allem rechnen. In den Weiten des Alls sollte man mit allem rechnen. Jetzt schmilzt einem das Hirn. Him, ihr habt mich gefunden. Ich wünschte, ich könnte sagen, dass das mit Barrett das erste Mal war. Aber das ist es nicht. Hey, das entwickelt sich ja zu einer richtigen Party. Ich hätte was zu trinken mitbringen sollen. Matsura und ich haben so einiges gemeinsam. Wir sind beide Fluchtkünstler. Sir Steph hat mich schon oft gefangen genommen. Genau das meine ich. Relativität. Jedes Wesen im Universum ist auf der Flucht vor etwas. Hoffentlich habt ihr euch nicht gesorgt. Tatsächlich ist der miese Matsura ein guter Gastgeber. Gefangenschaft kann auch schön sein. Das mag ich an dir, Matsura. Immer zuvorkommend. War schön mit dir, Barrett. Aber ich kann dich nicht einfach so gehen lassen. Ist die Constellation bereit, für die Freiheit dieses Mannes zu zahlen? Genau für dieses Problem haben wir eine Versicherung. Heißt das, du bezahlst, Lady? Namen sind nicht nötig. Hier ist dein Geld. Und es wäre super, wenn du dafür sorgen könntest, dass die Crimson Fleet Barrett in Ruhe lässt. Damit wäre allen gedient. Gute Idee. Aber das hängt auch von ihm ab. Versuch es einfach bei den richtigen Leuten damit. In Ordnung. Macht's gut zusammen. Hat Spaß gemacht. Wir sehen uns, Matsura. Obwohl, hoffentlich lieber nicht. Wenn ich hier bin, hast du kurz Zeit? Ich würde gern mit dir reden. Ich stehe zu Diensten, Captain. Ich bin auf Vectera aufgehalten worden. Barrett, wir haben uns Sorgen gemacht. Naja, ein paar von uns. Ich kenne dich, Walter. Bestimmt hast du während des Wartens auf meine Rückkehr heimlich in deinen Geldhaufen geweint. Tatsächlich hat Walter noch mehr als sonst über dich gemeckert. Er hat sich also wirklich gesorgt. Lass das, Cawtray. Ich hoffe, ihr Quartier ist zu ihrer Zufriedenheit. Wir hatten ewig nur ein einziges Artefakt. Und jetzt seht euch das an. Du spürst es, oder? Seit ich das zweite gefunden hatte, seit den Visionen, sie wirken einfach beruhigend. Hey, ich bin auch nicht wieder voll da. Außerdem habe ich dich in all das reingezogen. Wie wäre es, wenn ich dich mit den seltsamsten Ecken des Universums vertraut mache? Man sollte nicht an einem Schiff hängen. Wenn es zum fünften oder sechsten Mal explodiert und man wieder mal verschollen geht, geht auch die Liebe. Außerdem ist die Frontier nun ein Schiff der Constellation. Du gehörst jetzt dazu, also teilen wir sie uns. Fantastisch! Ich hoffe, die Frontier ist...